ob reparieren, beraten oder vor allem selbst herstellen. Seit über 140 Jahren dreht sich im Familienbetrieb von Carola Fertheyn in der Hamburger Innenstadt alles rund um den Schirm. In meiner Familie war immer Regenschirm machen das Beste, was man tun kann, weil man Menschen beschützt und weil man was Nachhaltiges, Langlebiges herstellen kann. Das ist warm, das ist weich, das ist sauber, das ist also geruchsfrei. Nicht? Also man kann ja auch Fischverkäufer sein, muss ja nicht. Der erste Schritt zum handgemachten Schirm ist das Fertigen vom Bezug. Meist besteht der aus 8 Flächen wasserabweisendem Polyester. Hier sind jetzt 4 und da sind jetzt 4 übereinander. Jetzt klemme ich sie. Das wird hier jetzt zusammengeklammert. Und dann wird das mit der Kreismessermaschine ausgeschnitten. Die ist 80 Jahre alt. Das Messer schneidet im Moment auch, als ob es 80 Jahre alt ist. Ich mache gerne nichts wegschmeißen. Nicht? Also ich habe ein Herz, besonders für alte Schirme, dass man die noch repariert und dass man da irgendeinen Wert drin sieht. Und ich finde das eigentlich schön, sich also auch mit einem Gegenstand wirklich zu befassen. Das ist das Tolle, wenn man Kunden hat, die sich noch nie mit dem Schirm befasst haben, den kann man in einer halben Stunde ein Wissensreichtum mitgeben, den sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Und das macht mir Spaß. Dieses ist ein selbstgemachter. Der hat ein richtig europäisches Stahlgestell. Das ist also so ein U-Profil. Das ist richtig, wirklich ganz doll stabil. So stabil, dass der den Bezug retten kann. Also der Stoff wird straff gespannt und deswegen trommelt er auch, wenn der Regen drauf fällt und gibt eine ganz tolle Atmosphäre ab. Außerdem wird der Schirm natürlich immer so angefertigt, dass er dem Träger passt. Das bedeutet, wenn man gerade steht und den Arm locker runterhängen lässt, dann soll der bis zum Puls reichen. Wenn man dann raufgreift, ist der Arm leicht angewinkelt und wenn man sich drauf stützt, wird nicht die Schulter hochgezogen. Außerdem, wenn man ihn über den Arm hängt, kommt er weit genug vom Boden hoch, dass man, wenn man Treppenstufen erreicht, dass man nicht immer den Arm so hochheben muss. Dann passt er eben zum Träger. Carola schätzt bei ihrer Arbeit vor allen Dingen die einfache Handhabung und unkomplizierte Technik. Muss man natürlich immer aufpassen, dass man die Außenseite, also die hübsche Seite, nach außen zusammenlegt, dass man nicht nachher die Naht auf der hübschen Seite hat. So. So sieht er doch gut aus. Alle hier schön zusammen in der Mitte. Und 8 Bahnen aneinander. Im Gegensatz zu Carola haben sich in Deutschland die meisten Hersteller aus dem Geschäft zurückgezogen. Kostengünstige Konkurrenzprodukte aus dem asiatischen Raum kosten oft nur ein Zehntel des Preises. Es gab in ganz Deutschland überall Schirmgeschäfte. In jeder größeren Stadt ab 20.000 Einwohner gab es mindestens ein Geschäft. Das bedeutet, die haben Stoffe gewebt, die haben Gestelle gebaut, die haben eben die Stangen gewalzt und die haben also das ganze Produkt, dann waren da die Dreher, die haben die Griffe gemacht und die haben gedrechselt und das waren eben richtig viele Arbeitsplätze, die alle verloren wurden. Auch wenn sie mittlerweile viele der Stoffe und die Gestelle aus dem Ausland beziehen muss. Carola hält am Eigenbau fest. Okay. Also ich mache jetzt diese Naht noch und dann mache ich 8-mal diese kleinen Ecken an der Kante dran und dann spannen wir ihn auf. Das ist jetzt die Spitze, die da dran kommt. Die wird jetzt hier reingenäht. Damit spannt sich der Bezug auf dem Gestell. Ein solide gebauter Schirm kann gut repariert werden und hält so durchschnittlich 20 Jahre lang. Trotzdem wird es immer schwieriger, vom Schirmgeschäft zu leben. Eine Mitarbeiter musste sie schon entlassen. Das ist ein Artikel, der einfach so abhängig ist von dem Wetter.
und eben auch die ganzen Vorlieferanten und alle Stoffwebereien und so sich so weit zurückgezogen haben, dass ich nicht sicher bin, dass es das in 5 Jahren noch gibt. Und zack. Jetzt ist er ja noch nicht geheftet, nicht? Also deswegen bewegen sich hier die Stangen jetzt noch so ein kleines bisschen, wie sie nicht sollen. So. Und er trommelt. Das kann er schon. Obwohl er noch gar nicht ganz fertig ist, trommelt er schon.